So, also aus dem letzten Video zum Schluss habt ihr ja noch kurz gesehen, dass das mit dem Fräsen hier an für sich geklappt hat. Dem einen oder anderen wird vielleicht aufgefallen sein, dass die Drehzahl da relativ niedrig war. War sie auch. Das war eigentlich ziemlich dumm von mir. Ja, im Nachhinein, das hat nämlich meine Spindel gekillt. Also ich habe nicht viel gemacht. Ich bin hier zwei, dreimal drüber gefahren. Ich sag mal, das war vielleicht zwei, drei Minuten höchstens. Auf jeden Fall ist dann die Spindel dann irgendwann ausgestiegen. Ich wollte dann hier ein bisschen tiefer stellen, also einen Millimeter mal zustellen in Z. Und dann, pupp, ging sie aus. Habe ich gedacht, huch, was ist jetzt? Drangefahren, natürlich kochend heiß die Spindel. Da habe ich sie abkühlen lassen, habe dann auch nochmal probiert. Aber die wollte gar nicht mehr einsteigen, die Spindel. Ich habe es dann auch durchgemessen, da ist wohl irgendwas innen drin abgeraucht. Das war es dann jetzt wohl mit dieser Spindel. Deswegen habe ich mir kurzerhand jetzt eine neue Spindel besorgt. 126 Euro. Einfach mal so ins Klo geworfen. Super. Hätte ich vielleicht auch gleich diese wassergekühlte Spindel kaufen sollen. Also ich habe mich jetzt, wie gesagt, hier für diese wassergekühlte Spindel entschieden. Einfach aus dem Grund, dass mir sowas nicht nochmal passiert. Die wassergekühlte Spindel soll halt hier doch ein bisschen problemloser sein. Das hier ist jetzt das gute Stück. Aber da muss ich jetzt ein paar Anpassungen dafür machen. Erstmal dieser Adapter hier. Der passt hier jetzt eigentlich so nett rein. Was ich jetzt vorläufig mal machen werde, ist, ich werde jetzt den einfach hier innen nur abdrehen, dass ich auf diesem Absatz hier spannen kann. Werde mal gucken, wie gut das geht. Aber ich denke halt einfach, dass das wahrscheinlich auch langfristig oder mittelfristig gar keinen Sinn macht. Ich muss hier ein neues Stück Alu noch bestellen, das ein bisschen größer ist, dass ich das Ganze hier außen nachher spannen kann. Weil das ist mir hier ein bisschen, scheint mir ein bisschen zu knapp. So, und da ich mich jetzt halt für diese wassergekühlte Spindel entschieden habe, habe ich hier gleich noch ein paar Sachen, die ich jetzt noch einbauen werde. Also dann habe ich mir jetzt hier auch noch schnell mal ein FI besorgt. Einfach damit ich da keine Probleme kriege mit dem Wasser. Und dann habe ich mir jetzt hier auch noch so eine Pumpe besorgt, so eine Aquarienpumpe. Die hat jetzt hier 60 Watt. Ist wahrscheinlich maßlos überdimensioniert. Aber das Problem, was ich einfach sehe, ist, ich muss mein Wasser hier relativ hoch pumpen. Also ich muss das mindestens 1,5 Meter hoch pumpen. Und da wollte ich halt auch eine Pumpe halt haben, die mindestens mal 2 Meter schafft. Ich glaube, die kann 2,3 oder 2,5 Meter schafft die. Ich erhoffe mir dann halt, dass sie das Ganze jetzt halt hier hochpumpen kann. Als Schläuche werde ich solche 8 mm Druckluftschläuche verwenden. Die werde ich hier auch ganz normal durch diese Energiekette legen. Hoffe, dass ich da keine Probleme kriege. Der Wassertank werde ich halt irgendwo da unten jetzt noch einbauen müssen. Ich weiß noch nicht, wie groß ich den dimensioniere. Aber ich denke mal so 20, 25 Liter sowas in die Richtung. So sieht zumindest mal der Plan vor. Aber ich würde sagen, jetzt fange ich mal einfach mal an und drehe mal hier noch den Adapter innen ein bisschen aus. So, also das Spannen hier ist so halt relativ bescheiden, weil hier der Schlitz schon drin ist und das Ganze halt aufgeht. Also rund wird das hier hinten nachher sowieso nicht. Aber zum Spannen sollte das auf jeden Fall jetzt ausreichend sein. Ich muss das Ding nachher sowieso wegwerfen, also von daher mache ich mir darüber jetzt keinen riesen Kopf. Das Ganze ist jetzt hier ausgedreht. Das ist kein Wunderwerk der Technik hier. Das ist jetzt einfach nur schneller aufgedreht, damit ich weiß, dass das alles auch so passt in der Maschine. So, also jetzt seht ihr hier, ich habe hier einfach noch diesen Absatz hier reingedreht, dass ich mal eine neue Spindel spannen kann. So, also hier ist jetzt die neue Spindel. Das ist der alte Adapter, jetzt wie gesagt abgedreht. Und der passt jetzt halt hier wunderbar drauf. Ich muss mal abwarten, wie ich das festmache. Vielleicht mache ich auch hier nur so eine Hülse drüber, dass die das Ganze vielleicht hier einfach nur unterstützt. Da müssen wir jetzt mal noch sehen. Auf jeden Fall muss hier oben auch noch ein anderer Stecker dran. Und das Ganze muss hier halt auch noch geerdet werden. So, ich habe jetzt hier diese neue Spindel, die wassergekühlte. Und hier die luftgekühlte, die alte. Bei den neuen war noch ein bisschen mehr Zubehör dabei. Da waren hier sogar noch 5 ER20 Spannzangen mit dabei. Und hier der Stecker halt auch nochmal. Den brauche ich ja nicht, den werde ich auf jeden Fall nochmal tauschen. Ihr habt das Video bestimmt gesehen von der alten Spindel, wie ich die geerdet habe und wie ich hier diesen Stecker eingebaut habe. Genau das gleiche werde ich jetzt bei dieser auch noch machen. Weil ich jetzt hier erstmal gucken muss, wie das innen aussieht, wegen Dichtungen und Co. Ich denke, das muss ja irgendwie abgedichtet sein. Hier oben sind hier diese beiden Wasseranschlüsse. Und als Wasserschlauch habe ich hier einfach so einen Pneumatikschlauch. Das ist jetzt 8x5 ist das, ne, 8x6x1 mm. Hierfür habe ich jetzt auch so einen kompakten 50 Meter Ring bestellt, einfach aus dem Grund, in den Mengen ist das halt verhältnismäßig günstig. Und wenn ich halt irgendwann halt doch nochmal irgendwas brauche,
Ansonsten habe ich, das ist jetzt so ein PE-Schlauch. Ich weiß jetzt nicht, wie gut der ist nachher in der Schleppkettenführung. Ich werde das vielleicht doch noch irgendwann nochmal austauschen, dann auf dem PU-Schlauch. Das Ganze kann man da jetzt quasi hier draufstecken. Dann hier diese Überwurfmutter dran machen. Dann hoffe ich mir, dass das jetzt hier so dicht wird. Also, mal abwarten. Wie gesagt, dieser Polyethylenschlauch, der ist wahrscheinlich nicht unbedingt der, der besonders lange hält. Aber jetzt zum Testen sollte das auf jeden Fall mal reichen. Ich brauche den Schlauch auch noch für andere Sachen. Und wenn das jetzt halt mit dem Schlauch hier funktioniert und das mit der Spindel auch alles reibungslos klappt, dann werde ich den wahrscheinlich auch nochmal tauschen gegen so einen PU-Schlauch. Und nichtsdestotrotz, jetzt werde ich das Ganze hier einfach mal aufschrauben. Also hier diese 4 Schrauben entfernen und mir das Ganze dann hier mal anschauen, wie das aussieht. So, ich habe jetzt hier das Problem. Ich komme natürlich jetzt hier auch mal wieder nett hier rein. Das Loch ist ein bisschen zu klein. Das Ganze werde ich jetzt schnell mal noch ausdrehen. So, und hier in der Drehmaschine habe ich jetzt hier nur einen Durchmesser von 17,5. Also muss ich da 3,5 mm aufbohren bzw. ausdrehen. So, ich habe das jetzt eingespannt mit diesen Fittings hier dran. Das sollte man besser nicht machen. Also würde ich empfehlen, macht das nicht. Aber ich denke mir halt einfach, wenn ich ihn noch 5-mal rein rausschraube, dann wird die Verbindung hier unten wahrscheinlich auch nicht dichter. Und deswegen lasse ich das jetzt einfach mal dran. Jetzt halt natürlich darauf achten, dass ihr euren Drehmeißel so weit ausgespannt habt, dass ihr da problemlos vorbeikommt. So, also der Stecker passt jetzt hier schon mal rein. Das ist schon mal ganz gut. Kommt hier noch wunderbar dran. Auf jeden Fall ist jetzt gleich wichtig, hier das richtig schön sauber zu machen, dass man hier keine Späne im Kühlkreislauf hat. So, rein theoretisch soll das jetzt geklappt haben. Jetzt werde ich hier auch nochmal durchmessen, ob das Ganze jetzt auch geerdet ist. Und zwar, welcher ist das? Genau. Also, das scheint ja jetzt geklappt zu haben. Jetzt werde ich ihn mal kurz anschließen, ohne dass ich hier Wasser drin habe. Jetzt werde ich hier die Werkzeugspindel nochmal einsetzen. Gut, ich weiß nicht, wie gut ihr das jetzt erkennen könnt. Aber ich setze euch jetzt einfach mal hier oben rein. Ich glaube, ihr müsstet es sehen. Also das Ganze funktioniert, auch ohne Wasser jetzt. Jetzt werde ich das Ganze nochmal einbauen. Die neue Spindel hier, ich habe hier diesen alten Adapter einfach abgedreht, dass die neue hier reinpasst. Das werde ich jetzt auch nochmal ändern. Ich werde hier einen neuen Adapter drehen, einfach weil das hier nicht so richtig passt. Das Ganze ist halt auch nicht gefluchtet, halt nicht genau mit den Bohrungen hier und passt halt nicht so richtig, weil hier schon der Schlitz drin war. Da kann man das nicht mehr vernünftig spannen. Ich werde jetzt diesen Adapter einmal neu machen, dass das Ganze hier richtig drin sitzt, weil es sitzt auch insgesamt so ein bisschen schief. Deswegen läuft auch der Zahnriemen hier jetzt immer weiter nach unten. Keine Dauerlösung. Machen wir jetzt gleich neu, dann haben wir es richtig gemacht. So, also vom Prinzip her wird der neue Adapter eigentlich genauso sein, nur ich werde den hier oben kürzer gestalten. Also er wird dann insgesamt nachher von der Höhe her nur so hoch sein. Dann kann ich halt auch hier unten, muss ich das Ganze hier nicht so weit ausspannen. Habe hier auch weniger Hebelkraft hier auf die Spindel wirken, weil die Lager sind hier irgendwo hier oben. Und da habe ich ja schon fast 100 mm wahrscheinlich an Hebel, was hier quasi an der Spindel zieht, was wahrscheinlich auch sehr, sehr schnell auf die Lager geht. Ich wollte das dann unten natürlich noch abstützen, aber weniger ist da gleich schon mal besser. So, also das hier, grobe Skizze von dem neuen Teil. Hier unten auch wieder die Aufnahme für den Eurohals, dass ich hier diese Exzentermutter aufspannen kann. Hier oben halt der neue Kragen, wo die Spindel eingeflanscht wird. Und hier in der Mitte halt 35 mm Durchlass, damit hier einfach diese Spannmutter von 34 mm halt problemlos reinpasst. Wobei ich das hier 35 wahrscheinlich doch eher auf 36 gehen werde,
Wenn das Ganze hier gespannt ist, habe ich ja noch ein bisschen weniger Durchmesser. Macht wahrscheinlich mehr Sinn. Hier habe ich noch ein bisschen Rohmaterial vom letzten Mal. Schneiden wir erstmal ein Stückchen ab. So, hier ist jetzt der Abschnitt, 50 mm. Ich habe es noch, mach's noch ein bisschen länger, das Ganze, dass ich nicht irgendwo noch einen Platznot gerade. Adapter ist jetzt soweit gedreht. Das Ganze passt jetzt hier auch rein. Der ist jetzt hier vorne halt auch deutlich kürzer als der alte. Die Spindel hat jetzt hier leicht Spiel, macht aber nichts, es wird nachher sowieso noch zusammengepresst. So, ich habe jetzt hier die Spindel eingebaut. Also hier ist die neue Spindel. So, hier nicht wundern, hier habe ich mit dieser elektrischen Fuchsschwanz das Ganze versucht aufzusägen, nicht mit der Bandsäge. Da habe ich ein paar Versuche gebraucht. So, also, das Ganze funktioniert. So, das war's jetzt mal für diesen Teil vom Video. Doch ein bisschen mehr, als ich gedacht habe. Auf jeden Fall ist das jetzt hier besser, wenn dieser Hebel nicht mehr so lang ist. Er ist jetzt wirklich nur noch minimal. In dem nächsten Video werde ich hier die Wasserkühlung einbauen. Aber, wie gesagt, das gibt es erst dann in 2 Wochen.